Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ach, ihr wisst schon, Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Muss ich eigentlich noch mehr sagen? Nein, eigentlich gar nicht, ne? Mützchen ist nur am Schlafen. Jetzt habe ich sie geweckt. Bin voll das Arsch, ne? Katze am Schlafen und ich wechsle. Mann, Mann, Mann. Voll uncool. Gut, wir gehen als allererstes erstmal wieder ins Steinbrechertal. Wo wir beim letzten Mal als letztes waren, gehen wir jetzt als erstes hin. Ah ne, eigentlich waren wir beim Blütenmitgarten, aber egal. Ich brauche hier Platz. Und außerdem Eisen und Silber und alles, was mir irgendwie Geld beschert. So. Zack, zack. Die einzelnen mal so nehmen. Na, haut er den nicht um. So, wie mache ich das jetzt hier am besten? Ja, so. So ist gut. So. Schön ordentlich hinstellen. Dass wir das andere nicht kaputt machen. So und so. Das Eisen kann ich natürlich dann entsprechend wieder lagern. Blütenwindgarten. Kurz gucken, was beim Blütenwindgarten los ist. Oh, unsere Erdbeeren sind fertig. Das ist schön. 9 Sternchen Erdbeerchen. Der Reis braucht noch. Okay. Ja, zurück zum Hof. Doch, macht Sinn. Ich muss jetzt gerade echt überlegen, wo will ich eigentlich hin. So, jetzt kann ich aber da auch mal wieder ein paar Sachen anpflanzen. Ich sollte vielleicht mir jetzt doch mal so Kisten anschaffen, so Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So, das waren jetzt, ich glaube, 9 Erdbeeren. Mit 4 Stück könnte ich schon 8 pflanzen. Ich brauche 24 Felder voll. Das heißt 12 Stück. 12 Stück, dann ist das ganze Ding da voll. Die verarbeite ich erst und dann pflanze ich die da an. Das macht Sinn, dann kann ich die 15 Stück verkaufen. Genau. Oh, kann ich sogar schon machen. Cool. So, Steine können weg. Erdbeeren können weg. Silber kann weg. Gold ist da verarbeitet. Brokkolisamen sind fertig. Aber dann kann ich nämlich perfekte Erdbeeren herstellen. So. Machen wir da den Brokkolisamen. So. Und sobald ich das dann fertig habe, kann ich dann... War. Nee. Da war richtig. Voll verpeilt. Das. Da. Oh, ich muss mich echt hier manchmal echt ein bisschen sortieren. So, das Salz noch einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Gold einsammle, dass ich hier alles wieder voll kriege. Aber das ist ja erstmal egal. Solange es fließt, ist ja in Ordnung, oder? So, zum Verkaufen bringe ich schon mal. Dann ist das schon mal aus der Tasche raus. Dann hier wieder abholen, das wegbringen. Okay, das haben wir dann fertig.
theoretisch. Könnte meine Angel noch aufbessern und alles, aber... Ja, zur Zeit nicht so den Drang danach, die Angel aufzubessern. Ah, die Karotten sind auch fertig, na super. Hatte ich nur 6er Karotten gepflanzt oder hatte ich auch 7er? Ich weiß es gerade ehrlich gar nicht. In jedem Fall schon mal alles 6er. Das ist eine, auch 6er. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich 6er angepflanzt hätte. Mal gucken. Ich habe hier 10er Karotten. Die muss ich allerdings erst verarbeiten. Dann waren das die normalen Karotten, die ich da gepflanzt hatte. Es waren jetzt 3 Felder. Das heißt, das könnte ich so machen und so. Kriege ich nochmal 6er Karotten, was ja soweit alles in Ordnung ist, und kriege dann vielleicht nochmal besseren Brokkoli. So, und dann haben wir hier besseren Brokkoli. Den kann ich ja dann zum Glück öfters ernten. So, Bauholz. Illusionsholz sollte noch nicht wieder oben stehen. Das heißt, da brauche ich mir eigentlich gar nicht den Weg hoch machen. Aber ich brauche auch noch robustes Holz. Ich glaube aber, der Honig ist auch fertig. Ja, Pox, komm, ich streichle dich. Oh, 3 Sterne Büffelmilch. Das ist schon mal gut. Noch irgendjemand? Ja, da ist noch eine Ziege. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Nee, raus dürfte ja nicht. Jetzt mal ganz kurz um die Bäumchen kümmern, weil die gehen mir dann doch ein bisschen auf den Nerv. Okay, weg sind sie. Geschickter Imker. Habe ich jetzt irgendwas Neues gelernt? Imkerei verbraucht ein bisschen weniger Energie. So. Das ganze harte Holz erstmal hier loswerden. Stört nämlich irgendwie so Sichtfenster. Na komm. Auch hier Platz und Sicht und das kann rüber, der Rest nicht. Ja, das ist dann ein anderer Honig, den ich hier bekomme. Okay. Hühnereier hatte ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht geholt. Ich könnte jetzt wirklich dreist sein, meine ganze Farm einfach links liegen lassen und nur noch das Fulgurit an Rainer geben, bis ich geheiratet habe und das Spiel wäre zu Ende. Das wäre halt auch doof für euch, ne? Aber dann hätte ich euren Wunsch erfüllt. Und ich könnte mich auf die neuen Projekte, die demnächst starten, dann konzentrieren. Hartes Holz wird, wird verkauft, okay. Das wollte ich wissen.
darf mit der Katze wahrscheinlich nicht Gassi gehen, weil es regnet ja, ne? Aber sie rennt draußen rum. Ist schon mal in Ordnung. Ist natürlich logisch. Hier habe ich noch was ich wegpacken kann. Hier auch. So, Essen wegbringen, was ich alles an Essen habe. Ziegenmilch. 3 Sterne Büffelmilch. Jetzt bekomme ich dann immer die 3-sternige. Das ist auch gut. Ah, das Salz noch. Ja, ich muss halt jetzt, wie gesagt, auf das größere Haus sparen, damit ich mein Essen noch besser portionieren kann. Hatte ich jetzt eigentlich schon Wolle reingemacht? Oder noch nicht abgeholt? Okay. Dann gucke ich doch mal auf meinem kleinen Schnuckelchen mal hier. Was sie so zu sagen hat, die liebe Rainer. Wow. So, wartet. Wir hatten bei 0. Ansprechen hat mich noch nicht weitergebracht. Wow. Aikarama, das letzte Herzchen, das wird anscheinend ein bisschen länger dauern. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es dann doch so viel erheblich länger dauern wird. Das ist, böse. Ernsthaft? Na, ein bisschen jedenfalls Kohle. Muss definitiv mal wieder Diamanten sammeln gehen. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viel Gnomenpunkte 59 erst wieder. Ach Mann. Da fehlen mir noch 41 Gnomenpunkte für den nächsten Bereich. Tja, Was mache ich denn da jetzt am besten? Dauern noch. Ich könnte aus der Theorie mal angeln gehen. Ich frage mich gerade, wo ich am besten mal die Leckerlis hinpacke. Und ich habe meinem Haus hier noch gar keine Leckerlis wiedergegeben, seitdem ich es habe. Beziehchen, wo bist du? Ach, da. Streichelt habe ich dich schon, ne? Da war ich schon überall. Die andere Insel finde ich halt irgendwie so ein bisschen nicht ganz so interessant. Weg mit dir, weg mit dir. Ja. Geht doch. Was einem immer so schwer machen muss. Oh, Honig ist auch fertig. Cool. Alles zum Verarbeiten geben. Gut, ich hätte jetzt Zeit, den Orykalkos noch wegzubringen. Das
wäre was Logisches, was sie machen könnte. So, das rüber. 10 Stück bekomme ich 3 raus. So. Warum nicht? Dahin. Mann. Sollte ich mal wieder auf Diamantenjagd gehen, um es doof auszudrücken. Aber was ich jetzt erstmal mache, ist, ich hole das andere Orichalcos jetzt doch raus aus dem Steinbrechertal. Denn, so langsam komme ich in die Richtung, wo ich das dann doch mal brauchen kann. Oh, das ist doch ärgerlich, ne? Dass ich nicht alle gleichzeitig abbauen kann. Okay, 2 Rohdiamanten. 3. Immer gerne her damit. Immer her damit. 4. Okay, ich brauche keine Diamanten mehr farmen gehen in dem Augenblick. Ich kann ganz einfach meinen Orichalcos nehmen und ja, glücklich sein. Finde ich gut. Ja, 4 Rohdiamanten. Ja, okay, wohin damit? Es kam jetzt sehr unerwartet, dass ich die dann jetzt doch so bekomme. Das Eisen, das kann ich mal mitnehmen. Oregano nehme ich auch gleich mit. Ah, ist auch schon wieder fertig. Kann ich gleich das nächste bisschen holen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ich irgendwas... Wusste ich doch, habe ich nicht irgendwo im Inventar. Nein. Also damit rüber. Das da rüber. Das rüber. Das arbeitet, das arbeitet, das arbeitet. Das sieht eigentlich alles gut aus. Ich glaube, Illusionsholz, ich brauche eigentlich gar nicht gucken gehen, aber ich mache es trotzdem. Weil ich hier die Blumen wegsammle, damit hier dann gegebenenfalls wirklich das Illusionsholz wachsen kann. So. Weil die Blumen zum Beispiel blockieren das. Nieswurz. So. Okay, das haben wir. Na komm, warte mal, macht das nicht sogar so mehr Sinn? Ja. Da wächst schon wieder ein Baum, seht ihr? Den hätte ich jetzt so gar nicht gesehen. Ernsthaft? Dann machen wir es halt so rum. Illusionskraft kann ich auch schön verarbeiten. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass ich dafür so viel bekomme, aber hey, egal. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann einen Bereich mit ganz viel Gras oder so. Ich habe das Gras ja auch noch nicht wirklich auf 100%. Was?
Genau, wo haben wir die ganze Ausdauer dafür, aber baue ja nichts ab. So, füllst du den auch mit. So. Bin ein wenig müde. Ah, das Silbererz konnte ich einsammeln, die Steine nicht mehr. Schön. Dann ab in die Werkzeugtasche. Den Stein sammle ich auf. Ich glaub's ja nicht. Tschüss. Was sind wir denn hier? Gibt's ja mal gar nicht, ey. Ist schon wieder so spät. Wo ist denn die Zeit hin? Wo ist mein Skill da? Mähen. Passt vor Stufe 8. Passt. Hier könnte ich halt gegebenenfalls noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Gold entdecken. Gold. Geld mitmachen. Ernsthaft. Sag nicht, muss ich alle einzeln aufsammeln. Doch, muss ich. Warum kann ich die einfach drüber laufen? Hm? Wunderbar. Warte mal, erstmal hier das loswerden. Goldrosmarin. Zählt das als Gewürz? Einfach Wasser. Oh ja, es zählt als Gewürz. Okay. Es wird verarbeitet. So muss das genau sein. Genau so. So und nicht anders, liebe Leute. Genau so muss das laufen. So läuft der Hase. Ne, das ist jetzt hier Holz. Das wollte ich gar nicht. Das kann rüber. Das wird verkauft. Das Gold brauche ich noch. Steine wird verkauft. Ach, ich hatte noch eine andere Blume bekommen. Ich wollte noch zum Honig. Der braucht noch, das ist klar. So. Alles am Start. Und hier. Verkaufen wir das, die Mayonnaise. Brauner Kräuterling, den Silbererz. Ja, komm, das feste Gras können wir auch verkaufen. Das behalte ich mal. Dauert 10 Stunden zur Verarbeitung, ey. Puh, so ganz schöne Summe. Der Rest ist Essen, was ich wegbringen kann. So, Honig, Salz rüber, das rüber, das rüber. So, und jetzt hier die verschiedenen Honigsorten hin. Hier können wir den Zweier verkaufen, der ist nämlich schlechter. Dieser Diener, wenn ich damit mal irgendwas kochen möchte, okay, gut. So, und wegbringen. Fällt gerade auf, ich habe gar keinen Futternapf, oder? Kriegen die Tiere bei mir gar nichts zu essen.
Egal, während ich darüber rätsel, ob die Tiere bei mir was zu essen bekommen oder nicht, rätselt ihr mal darüber, was ich im nächsten Part mache. Ich weiß es nämlich selber noch nicht. Von dem her sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein. Tschö, tschö.